Hallo und willkommen bei Deutsch Podcast. Und heute wird es wirklich gruselig. Es geht nämlich um Grammatik. Oh! Nein, natürlich geht es um Halloween, aber natürlich auch um Grammatik. Aber bevor wir starten, sollten wir eigentlich mal sagen, wer wir sind. Genau. Du bist meine liebe Kollegin Sandra und ich bin Virbi Hach. Und wir beide unterrichten schon seit Jahren Deutsch. Wir sind Deutschlehrerinnen und wir prüfen sehr viel. Und wie gesagt, also heute haben wir ein ganz tolles Thema für euch. Eigentlich zwei Themen, könnte man sagen. Wir haben sowohl die Grammatik als auch das Thema Halloween. Genau, und wir sprechen heute auf dem Niveau B1, B2, was bedeutet, dass wir ein bisschen langsamer und auch deutlicher sprechen, als wir das sonst tun würden, damit ihr uns gut folgen könnt. Genau, und wir haben es schon gehört von Virpi, es geht um eine Grammatikeinheit, nämlich ja sogenannte zweiteilige Konnektoren oder auch nebenordnende Konjunktionen genannt. Mhm. Also ja, wir sprechen über Satzverbindungen, aber erstmal geht es auch um den Wortschatz, ja, zum wichtigen Thema Halloween. Heute ist der 31.10. Ja. Und traditionell kann man nicht sagen. Also in Deutschland wird nicht traditionell an diesem Tag Halloween gefeiert. Nee, und insgesamt auch, also im ganzen Europa wird Halloween erst seit 1990 um etwa um den Dreh rum gefeiert. Ursprünglich kommt es ja auch nicht aus Deutschland, sondern die Iren und die Amerikaner waren auch die Vorreiter auf diesem Fest. Ja, genau. Also letztlich ist es so, wie wir es in Deutschland wahrnehmen, ja, ein Fest, das aus den USA nach Deutschland geschwappt ist, könnte man sagen, ne? Oder rübergeschwemmt wurde oder wie auch immer. Ja, als ich nach Deutschland kam, war es überhaupt nicht bekannt. Ja, also nein. Wann bist du nach Deutschland gekommen? Ich bin 98 gekommen und damals habe ich das noch nicht so erkannt, dass es überhaupt gab. Und als unsere Kinder klein waren, da hat es angefangen, das weiß ich noch. Ja, aber vorher war es auch so, also weder, dass man sich verkleidet hat, noch, dass man einfach bei den Nachbarn geklingelt hat. Ja. Das war nicht üblich. Naja, ich muss ja auch sagen, ich komme ja ursprünglich aus Mainz. Also eine Region, in der Fasching oder Fasnacht oder Karneval gefeiert wird, je nachdem, je nach Region. Insofern war mir das, also Verkleiden, einfach, also war jetzt nichts Neues für mich. Insofern hatte ich jetzt auch nicht den Drang, mich unbedingt im Oktober nochmal verkleiden zu müssen. Ja, aber vielleicht ging das anderen so, ne? Gerade in Norddeutschland hatte ich dann so das Gefühl, dass ich dann mit den Kindern das mitbekommen hatte. Ja, jetzt wird sich hier am 31. Oktober verkleidet. Ja, also ich hatte auch das Gefühl, am Anfang hattest du vielleicht einen Kürbis vor der Tür, also ein Kürbis, was das so gruselig ausgesehen hat. Genau, so ein geschnitzter Kürbis. Genau. Mhm. Mit einer Kerze drin und die Kinder haben sich etwas verkleidet, aber mein Empfinden ist, dass es auch stark zugenommen hat. Also, also diese, wie soll man sagen, Rituale oder der Umfang des Festes. Ja, man kann schon fast sagen, es etabliert sich eine neue Tradition. Ja. Eigentlich auch ganz spannend, so mit dabei zu sein. Mhm. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe das am Anfang total abgelehnt. Ja, also ähnlich ging es mir auch. Gute Miene zum bösen Spiel gemacht oder so. Also das heißt, die Kinder wollten unbedingt raus. Ich erinnere mich, dass wir auch zusammen unterwegs waren mit unseren Kindern. Und mir war es unsagbar peinlich, dass da meine Kinder einfach bei den Nachbarn klingeln und sie am Abend stören und dann noch irgendwelche frechen Sprüche aufsagen. Ja. Wie ging es dir? Du bist ähnlich, ja, als Finnin auch eher zurückhaltend teilweise. Ja, ne? Ja, und das war natürlich für mich äußerst peinlich. Ich blieb immer Meter entfernt oder dann eben direkt hinter unseren Kindern und habe ich ein bisschen so entschuldigend
die Leute angeguckt. Ja, das kommt mir bekannt vor. Am Anfang war das auch so, dass sie nur irgendwie gesagt haben, Süßes oder Saures. Genau, das kommt ja so von diesen amerikanischen oder englischen Trick or Treat. Ja, genau. Also ich glaube, auch unsere Kinder haben überhaupt nicht verstanden, was sie da irgendwie gesagt haben. Nee. Also ich glaube, meine Kinder dachten dann, dass sie halt was Süßes oder etwas Saures bekommen. Ja. Ich glaube, einmal haben sie auch einen Apfel bekommen von jemandem. Da, dann kriegst du was Saures, einen Apfel. Genau, einen sauren Apfel. Da war die Enttäuschung natürlich sehr groß. Ja, aber ich muss auch sagen, danach, also gerade bei den kleineren Kindern, die kamen mit einem kleinen oder mittelgroßen Sack voll Süßigkeiten. Ja, es war schon irre. Dann war so ein Zuckerflasch für eine Woche vorprogrammiert. Ja. Also ja, aber wie gesagt, was ich so interessant finde, ist, wie sich dann oder wie schnell so eine neue Tradition oder so ein neuer Ritus sich dann auf einmal verbreitet. Also ne, während dann manche ganz überrumpelt waren, dass da Kinder klingeln und dann wurde schnell was aus dem eigenen Süßigkeitenfach herausgekramt, waren dann irgendwie ein oder zwei Jahre später die meisten Nachbarn ganz gut vorbereitet. Auf einmal. Ne? Also man hat sich dann angepasst. Richtig, das stimmt. Und also nicht nur das, sondern einige Nachbarn haben sogar richtig eine, also so eine, wie so ein Theaterstück daraus gemacht. Ja. Also die haben das Haus geschmückt, sie hatten irgendwelche Aktivitäten auf dem Grundstück. Es gab einen Punsch zum Trinken oder eine Kleinigkeit zum Essen. Ich weiß nicht, ob du das kennst noch mit dem Eintritt. Also man durfte das Grundstück betreten, aber man musste einen kleinen Eintritt bezahlen. Ach, Wahnsinn. Also das ist schon natürlich eine andere Ebene, also das kannte ich auch nicht, aber... Nee, das kannte ich so auch nicht. Aber das war wahrscheinlich die Zeit, als wir dann schon umgezogen sind in einen anderen Teil der Stadt, genau, wo dann meine Kinder herumgelaufen sind. Also ja, es ist, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass man sowieso in Deutschland grundsätzlich erstmal das, was aus den USA kommt, auch ganz gut findet. Ne? Also es gibt ja viele, die eben auch Filme, also US-amerikanische Filme oder auch Serien sehen. Und dann kannte man natürlich daher Halloween und dann dachte man sich vielleicht, ach, das ist so toll, das wollen wir hier jetzt auch haben. Ne? Ja. Das macht irgendwie Spaß, ist witzig. Weil ich hatte, oder ich habe eine Freundin, die eine lange Zeit lang in den USA gelebt hat und dann aber auch erzählt hat, dass es aber auch wirklich Unterschiede gibt. Zum Beispiel, was die Verkleidung angeht, ist es wohl in den USA so, dass man sich, so wie wir an Fasching, sich als alles Mögliche verkleiden kann. Während aber, wenn man in Deutschland Halloween feiert, also dann soll es schon gruselig sein. Ne? Also ich würde jetzt nicht als Elsa gehen oder so. Oder mich als Clown verkleiden, außer als gruseliger Clown natürlich. Ja. Aber hier sollen dann die Verkleidungen schon gruselig sein. Ja, also das stimmt. Also ist auch ganz beliebt, dass man so eine Halloween-Party zu Hause feiert. Genau, und dann so Erwachsene oder junge Jugendliche. Genau, und es wird gruselige Sachen angeboten, wie abgetrennte Finger oder dann nimmt man so Würstchen, ne? Und Würstchen oder diese, also ganz schlimmen, also diese Augen oder ich weiß es nicht, aber ich tue schwer damit, immer noch. Ja. Also man muss auch bedenken, ursprünglich war das ja in Irland auf diesem katholischen Gebiet. Ja. Und von dort aus hat es sich ja verbreitet. Ich glaube, das haben wir ja auch, und das werden wir mit Sicherheit auch dann besprechen, wenn wir über unsere Weihnachtsbräuche auch mal sprechen, dann später. Ich glaube, da muss man ja auch ganz oft differenzieren, dass man auf der einen Seite gibt es sozusagen den Ursprung und auch hier vielleicht aus einer religiösen Ecke kommend, wird es dann wieder adaptiert, also angenommen oder angepasst, ich sag mal, auf den Alltag oder dann wird es so ein Volksfest irgendwie und hat gar nichts mehr mit dem Ursprünglichen so richtig zu tun. Ne? Also das merkst du auch jetzt vor allem, wie dieses Fest vermarktet wird. Also in den Läden gibt es also unendlich viele Möglichkeiten, sich zu verkleiden, Süßigkeiten zu diesem
Thema gibt es endlos viel. Richtig, das heißt, man nimmt dann eben nicht die normalen Gummibärchen, sondern Nein. es gibt dann natürlich Kürbisformen oder so oder ja. kleine Geister. Genau. Mhm. Mhm. Also spannend, auch wie schnell die Industrie da aufspringt. Ne? Ja. Und dann, gut, also es wird ja auch gekauft, also Angebot ja. und Nachfrage. Ja. Ne? Also man kann da, glaube ich, keinem den Vorwurf machen. Nein, überhaupt nicht. Ja. Ja. Das ist, ja. Aber dann gibt es natürlich nach wie vor viele, die sagen, wir möchten an dem Tag überhaupt nicht feiern. Wir wollen unsere Ruhe haben. Mhm. Wir möchten, dass keine an der Tür klingelt. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dann sollte man auch diese Familien oder Menschen in Ruhe lassen. Sie haben natürlich keine Kerze vor der Tür brennen oder genau. kein Kürbis. Genau, oder ja eben auch so diese Halloween-Dekoration ja. oder Dekoartikel, mhm. genau. Also das hatte ich aber auch immer meinen Kindern gesagt, also wenn wirklich auch ein Haus gar nicht ersichtlich irgendwie herbstlich oder mit Halloween geschmückt war, die gesagt haben, nee, da klingelt ihr mal lieber nicht, auch wenn es dunkel war, mhm. lieber nicht klingeln. Mhm. Ich habe auch von Menschen gehört, die sowohl das Licht ausgemacht haben, als auch ihre Klingel abgestellt haben, ja. damit keiner stört, weil sie das wirklich als belästigend auch fanden, ja. Empfanden. Ja, also da, ja, also wie gesagt, da kommt etwas Neues, was hier eigentlich noch keine Tradition hat. Da muss man einfach mhm. vorsichtig sein, ja. denke ich. Das glaube ich auch. Also es ist auch natürlich der Ausmaß, also wenn man also randaliert, also mhm. wenn man Häuser beschmiert mit diesem Spray, also ja, diese, ich weiß nicht, wo man so Schnüre dann sprüht. Genau, oder sowas, das, ja. also das geht so weit. Oder es gibt, also dass die Menschen richtig belästigt werden. Oder auch richtig erschreckt werden. Ja. Also es gibt ja auch wirklich Masken, die gruselig aussehen. Ja. Und man spaziert dann im Dunkeln entlang und wird vielleicht dann von einer Gruppe Kindern oder auch Jugendlicher erschreckt. Das geht natürlich auch nicht. Ja. Also ja, wie immer, und ich finde in jeder Situation, dass man einfach auch den respektvollen Umgang ja. miteinander wahren ja. sollte. Ja, genau. Und bei allem Spaß und allem, was lustig ist, sollte man trotzdem auch daran denken, dass man ja auch respektiert, wenn das eben jemand nicht möchte. Ja, genau. Ja, also man kann wirklich sagen, entweder bist du wirklich ein großer Fan dieses Festes ja. oder dann magst du das gar nicht. Ja, Mittelding, weiß ich nicht. Gibt es kaum, ne? Nein. Also interessant ist es natürlich jetzt auch in der Pandemie, wie wird dann Corona-bedingtes Halloween-Feiern aussehen? Ich habe mir tatsächlich auch schon Gedanken gemacht, wie mache ich das heute Abend? Also klar, abgepackte Sachen sowieso oder stelle ich eine Tüte hin, aber wenn dann jeder reingreift, ist irgendwie auch blöd oder, also ich weiß es noch nicht, wie ich das, ich könnte Desinfektionsmittel verteilen ja. als Geschenk. Das ist eine sehr gute Idee, aber ich glaube, von meiner Seite kann ich sagen, wir werden weder feiern noch irgendwelche Süßigkeiten vor die Tür stellen. Wir werden wahrscheinlich alle irgendwie genüsslich in der Küche sitzen und Süßigkeiten selber aufessen. Ja, zum Beispiel. Genau, und zieht euch dann Hexenhut auf oder so. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass heute Abend auch gar nicht so viel geklingelt wird. Also ja. ich gehe eigentlich davon aus, dass da gerade ne, wegen der Pandemie eben nicht so ja, viele unterwegs genau. sein werden. Und es wurde jetzt in den Wochen davor sehr viel darüber auch diskutiert und geschrieben in den Zeitungen und in den Medien, also wie man das jetzt macht, ob das überhaupt stattfindet. Ja, ja, es ist ja ähnlich auch wie mit Karneval oder ja. Gut, Feste, da sollte man ja eher vorsichtig sein. Ja. Also ja, wie immer, wir können fast jedes Thema nehmen. Ne? Wir kommen dann irgendwie doch immer mal wieder auf die Pandemie zu sprechen und wie sich das ändern wird, muss man ja einfach sagen, gerade bei diesen Festen. Und interessant fänden wir es natürlich auch mal von euch zu hören, wie das in euren Ländern so ist. Gibt es Halloween, gibt es das nicht? Und, genau, und wie wird das gefeiert? Ja, also vielleicht haben wir ja auch wirklich aus den Ursprungsländern, Irland oder vielleicht auch in den USA, wo das ja wirklich große Traditionen gibt. Das fände ich schon spannend, nochmal wirklich da zu hören, wie ihr das empfindet, wenn wir das in Deutschland so nachahmen. Genau. Also von meiner Schwägerin habe ich zumindest gehört, die in Irland lebt, also dass es schon ein sehr wichtiges Fest ist. Mhm. Also spannend. Ja, genau. Also es hat einen ganz anderen Ausmaß, als wir
dann den hier kennen. Ja, ja, ja. Und hier ist es eher so ein Kinderfest. Ne? Ja. Das ist, ja, was kein Kinderfest oder Kinderspiel ist, ist die Grammatik. Ja. Wir haben ja was eingebaut. Ich finde, das ist so eine richtig schöne B2- oder auch B1-Grammatik. Mhm. Wir haben ja schon gesagt, die zweiteiligen Konnektoren bzw. nebenordnende Konjunktionen. Mhm. Also sowohl ein Konnektor als auch eine Konjunktion sind diese klitzekleinen, ja, Wörtchen, die Sätze verbinden. Ja, genau. Also, und die drücken entweder eine Reihung aus oder auch eine Alternative. So wie wir das jetzt eben genau gemacht haben. Also, wir nehmen mal ein Beispiel. Also, Halloween feiert man sowohl in den USA als auch in Irland. Also, hier würde ich so ein Und ersetzen. Ne? Ich könnte auch sagen, Halloween feiert man in den USA und in Irland, aber dieses sowohl als auch drückt halt eben aus. Ich habe beides, ne? Ich kann einen ganz einfachen Satz, ich habe sowohl ein Haus als auch ein Auto. Genau, ja, zum Beispiel. Ansonsten kann ich damit auch einen kompletten Nebensatz verbinden. Also ich habe sowohl ein Haus als auch habe ich ein Auto. Das würde ich jetzt so nicht sagen, weil es sich so doppelt. Mhm. Aber es kann auch mal vorkommen, dass ich auch wirklich zwei komplette Sätze miteinander verbinden kann. Ja. Mhm. Ja, du hast gesagt, Alternativen werden manchmal gegeben. Genau, entweder oder zum Beispiel. Ja. Also entweder bist du der Liebhaber oder Liebhaberin des Festes oder nicht. Bist du nicht ganz einfach. Genau. Ja, genau. Also entweder oder einfach als Alternative zu oder. Mhm. Ich finde, durch dieses Entweder, also bekommt es nochmal so eine... ja, wie will ich das sagen? Also, die Wahl wird klarer dadurch. Ja. Also, möchtest du entweder Kaffee oder Tee? Und dann mache ich schon klar, dass ich mich jetzt auch entscheiden muss. Ja. Während ich, ne, möchtest du Kaffee oder Tee? Das ist so ein bisschen einfacher. Mhm. Vielleicht könnte ich auch beides nehmen. Aber bei entweder oder ist dann schon musst klar, du rauszusuchen. Genau, du musst dich entscheiden. Ja. Und ich habe auch eine andere Satzmelodie. Mhm. Und dann eben also nochmal, also weder noch, also diese negative Äußerung. Mhm. Also ich nehme weder Kaffee noch Tee. Genau, ich will gar nichts. Ich möchte also nur Wasser. Genau, wir haben hier so ein negatives Und, würde ich sagen. Ne? Ich nehme keinen Tee und ich nehme auch keinen Kaffee. Genau, also weder noch. Und ich finde, das sind eben so ganz schöne Alternativen zu diesen einfachen Konnektoren oder Konjunktionen, die man ja ganz am Anfang schon kennenlernt bei A1 oder A2. Und oder, also das und oder lernt man ja wirklich schon direkt im A1. So hat man mal eine Alternative, ne? Wenn man merkt, dass man ganz oft was aufzählen muss oder Alternativen auch geben muss, dann nimmt man mal... Genau. Entweder oder. Weder noch finde ich auch sehr elegant, muss ich sagen, weil diese Verneinung wegfällt. Ja, das finde ich auch ganz toll. Ja. Mhm. Ja, wie immer, üb diese Grammatik, also bis es richtig sitzt und ihr merkt, wie viel Spaß das auch machen kann, wenn man das richtig kann. Richtig. Ich würde auch so diese Alternativsätze einfach notieren. Also einmal vielleicht wirklich das mit einem Und aufschreiben und dann mit sowohl als auch. Und verwendet die Sätze. Ja. Also auch mündlich benutzen wir das oft. Mhm. Das denkt man immer nicht, wenn man sich so theoretisch eine Grammatik anschaut, aber... Doch, das benutzt man schon sehr, auch im Alltag. Ja, also wir könnten auch sagen, folgt uns sowohl bei Facebook als auch bei Instagram. Ach, wie schön. Ja, ne? Ja. Und gebt uns bitte also sowohl Bewertungen als auch Sterne. Ja, sehr gerne. Also entweder 5 oder 5 Sterne. Ja. Ja, wir freuen uns, wie gesagt, wenn ihr uns folgt, wenn es euch gefällt, empfehlt uns gerne weiter, da freuen wir uns auch. Und also feiert heute Halloween, wenn ihr das möchtet. Genau, vielleicht einfach unter ein paar Leuten, man muss ja nicht groß feiern, wenn es nicht geht oder weil es nicht geht, aber wir genießen trotzdem den Abend. Auf jeden Fall. Mit Süßigkeiten, ohne Saures. Ich glaub, ich möchte was Süßes, nicht Saures heute. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.